Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Fortnite Challenge. Heute gibt es die Bossraum Only Challenge und ihr wisst ja, in Eclipse Estate gibt es jetzt einen neuen Bossraum, wo es immer 4 legendäre Kisten gibt und ich darf heute nur den Loot aus diesen 4 legendären Kisten benutzen, um hier Fortnite zu gewinnen. Wenn ihr meine Challenges feiert, lasst unbedingt einen Daumen nach oben und ein Abo da und falls ihr mich unterstützen wollt, denkt dran, Creator Code Fix in den Item Shop einzugeben, wenn ihr das nächste Mal Fortnite startet, denn bald kommt die neue Season und ich will, dass so viele Leute wie möglich da den Creator Code eingeben, denn wir machen bestimmt ganz fette Giveaways mit dem neuen Update. Oh mein Gott. Und ich muss mich beeilen. Ich hoffe einfach, wir kriegen das richtige Item hier raus, um direkt den Bossraum zu pushen. Das ist sehr gut. Let's go, baby. Okay, scheiß auf die Dinger. Okay, das ist down. Sehr gut. Okay, Freunde. Ab jetzt nur noch Waffen, die ich hier finde. Hoffentlich bekommen wir was Gutes, Mann. Okay, wir haben schon mal eine Tech Pump. Das ist schon mal sehr gut. Wir haben 2 Bunker. Ich würde sagen, ich mache erstmal so. Dann kommt hier keiner so schnell rein. Und ich komme auch nicht mehr so schnell raus. Aber egal, wir haben erstmal unsere Ruhe. Sehr nice. Wir hauen uns den Weg hier rein. Boah, wir haben auch noch den Boss unten. Theoretisch können wir den Boss eigentlich auch killen. Der ist nur super stark. Und ja, ich habe ein bisschen Angst vor ihm zu sterben. Aber wir haben schon mal eine richtig geile Pump. Was kriegen wir hier? Eine Sniper. Auch nicht schlecht. Damit können wir auf jeden Fall auch was machen. Wir haben noch ein bisschen Healing. Was kriegen wir hier für eine Waffe? Ein Rocket Launcher. Ja, ist in Ordnung. Und noch eine Sniper. Das heißt, wir haben heute Sniper und Pump am Start. Und einen Rocket Launcher. Okay, Freunde. Ich versuche, den Boss zu killen. Oh mein Gott. Schöner Headshot. Der Boss ist so stark. Bro. Ich schwör's euch. Der ist so stark, ne? Okay, kurzer Reload mit der Sniper. Nein, ich habe gemisst. Nice one. Okay. So, Freunde. Ich weiß jetzt nicht, zählen wir seine MP eigentlich mit? Eigentlich schon, ne? Das heißt, wir haben auch noch eine MP am Start. Und wir haben komplett den Loot aus dem Bossraum hier mitgenommen. Jetzt ist halt nur die Frage, wie komme ich hier wieder raus am praktischsten, ne? Ich muss mich schon fast hier durchboosten. Okay, nice. Da schon mal offen. Jetzt haben wir das Schwert noch am Start. Oh, da fightet jemand da vorne. Ich chill hier. Soll er halt kommen, ist mir egal. Spielzeit, auch nicht schlecht. Ich würde sagen, ich schnapp mir mal die Pizza hier. Wir nehmen mal kurz 4 Stückchen Pizza mit. Oh, ich glaube, der wartet auf mich, ne? Das kleine Schweinchen. Der killt alle vor der Tür und wartet auf mich. Er hat sich gerade geheilt. Ich glaube, er weiß nicht, dass hier offen ist, die Seite. Ich chill einfach, ist mir egal. Ich habe halt leider keinen anderen Ausweg, ne? Wir könnten noch hier das hier nehmen. 115. So ein Rocket Launcher schon auch nicht schlecht. Okay, ich push. Oh mein Gott, was glaubst du, wer du bist, Junge? Aber wie er mich gepusht hat. Holy shit. Okay, wir gehen raus. Mein Boss-Loot jetzt hier nämlich. Und tschüss, Jungs. Macht's gut. Ist hier noch jemand? Komm, wir schnappen uns mal kurz ein Kopfgeld noch. Oh, jetzt habe ich mich schon wieder missklickt. Egal. Hier kommt jemand. Keine Ahnung, was seine Mission ist. Bisschen Zipline fahren anscheinend. Headshot Snipe, let's go. Okay, sehr nice. Ah, Präzisionskopfschüsse war ein bisschen ein blödes Perk. Aber ist egal. Junge, ich habe überlebt. Jungs, ich bin endlich aus dem Bossraum raus. Ich muss echt sagen, das ist so schwierig. Ne? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr es schon mal geschafft habt, das Schwert zu holen. Weil ich finde, das Schwert holen ist echt immer eins der schwierigsten Dinge hier. Erstmal da runterkommen, dann den Boss killen, der hält so viel aus. Dann kommen noch andere Leute und so. Das ist richtig heavy. Aber zum Glück haben wir es geschafft. Und da hinten sind auch schon Schüsse. Das heißt, wir können jetzt schön mit dem schmackhaften Loot hier gewinnen. Das einzige Problem, was ich sehe, ist, dass ich halt keine Rotpunkte bekommen habe. Dadurch wird es ein bisschen schwieriger, die Challenge. Aber ich glaube, das kriegen wir hin. So. Was ist das da oben? Ah, ein Raketenwerfer-Ding. Hier unten wurde geballert. Ah, schade. Ich glaube, den kriege ich niemals auf die Range. Okay, die sind hart am Fighten. Jungs, ich will die Kills haben. Bitte bringt euch noch nicht um, okay? Wir haben halt leider auch kein Item, wo wir hier uns Deckung aufbauen können oder so. Schöner Snipe. Oh, noch ein schöner Snipe. Den killen wir mit dem Schwert, komm. Was soll's. Let's go! Weggeschwertet, mein Freund. Okay, nice one. Boah, die Snipes sitzen schon wieder, ne? Komm, ich hätte gerne noch einen Sniper-Perk. Das wäre geil.
Ja, hier. Doppelte Sniperkugeln. Das ist schon mal sehr gut. Dann können wir auf Long Range was machen. Und hier sind Safe Call noch Gegner irgendwo. Leute, ich muss sagen, ich bin richtig hyped auf die neue Season. Ich habe übertrieben Bock. Und ich bin so gespannt auf Chapter 1, ne? Fortnite Chapter 1. Es wird so wild werden. Da unten war er. Was macht er? Oh mein Gott! Wie konnte ich den nicht hitten, Bro? Ja, okay, scheiß drauf, wir gehen Close Range. Was soll's? Ja, okay. Die Bosswaffe ist auch nicht schlecht. Wollte ich kurz mal ausprobieren, wie viel Damage die so fetzt. Treffe ich auf Long Range Waffe? Was? Ja, okay, nee. Das kann man vergessen. Wenn, dann muss ich da wirklich auf Close Range hin. Freunde, ich versuche auch keine Heilung mehr zu benutzen, die ich sonst wo finde. Ich habe jetzt noch 4 Pizzastücke. Ich versuche keine Heil-Items mehr aufzuheben. Vielleicht so ein Slurp-Truck oder sowas. Das würde ich sagen, ist erlaubt. Aber jetzt so irgendwie Minis oder sowas versuche ich nicht mehr zu nehmen, sondern ich versuche nur mit dem Loot vom Bossraum hier das Ding zu holen. Okay, hier vorne haben wir einen Gegner. Wir haben 2 Sniperkugeln. Ein Hit. Noch ein Hit. Oh, Digga, kein Auftrag, der Schuss. Überhaupt kein Auftrag. Danke dir. Vorne sind nochmal Schüsse. Rechts von mir auch. Ich glaube, ich gehe erstmal dahin. Ich glaube, die sind unten. Da müssen wir kurz runtergehen. Oh, ich habe voll Damage bekommen, ich Trottel. Hier. Headshot Snipe. Let's go. War der alleine? Junge, habe ich den Hops genommen. Okay, wir müssen mal ganz kurz mein Green Life auffüllen. Also ich werde solche Dinger benutzen, die hier auf der Map sind, aber so keine Heil-Items mehr. Weil die kriege ich ja sonst nur aus dem Bossraum. So, hier ist der Wetterturm, ne? Es könnte natürlich sein, dass jemand auf dem Wetterturm campt gleich und sich hier versucht, die Karte zu holen. Komm, wir machen mal ganz kurz eine kleine Taktik. Und zwar gehen wir mal hier nach oben. Let's go. Und vielleicht sehen wir von hier oben Gegner. Irgendjemand will doch den Boss hier killen. Er läuft da unten schön rum. Da gibt's eine goldene Rotpunkt. Da gibt's schmackhafte Items. Holt sie euch doch, Leute. Ja, aber wie es ausschaut, hat keiner Bock da drauf. Schade. Okay, dann gehen wir mal weiter. Allzu lang will ich da oben nicht chillen. Oh, das Schwert ist so geil. Da vorne ist ein Gegner. Ich habe ihn genau gesehen. Und Trickshot. Stell dir vor, ich hätte den gehittet, ey. Wo ist er? Ah, ich glaube, der holt die Lootkiste. Ist doch gerade jemand hingeflogen. Wo ist dieser Gegner hin, Junge? Okay, wir gehen Richtung Lootinsel. Ich brauche Gegner, Leute. Ich will hier Kills machen mit meinem kranken Loot. Kann ja nicht sein, dass hier keiner mehr abchillt. Oh, oh. Da ist doch einer. Oh, der kassiert einen Headshot-Snipe, 100%. Oh, wieso? Ich war doch Ding. Der ist komplett verloren. Nice one. Ich habe geklickt, aber meine Waffe hat nicht geschossen, ne? Ich hoffe, nächste Season kriegt Fortnite die Sniper so ein bisschen im Griff, dass die wieder ein bisschen besser werden. Okay, auf der Lootinsel ist Action. Im Wasser ist jemand. Der ist geriftet. Das heißt, wir riften auch. Oh ja, wir müssen uns beeilen. Moin, Jungs! Oh, ich hab ihn. Junge, was ein Kill. Der hat die krasseste Pump gehabt. Komm, weg, 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 weg. Woo, Baby. Oh mein Gott, ich bin fucking low. Ich muss da rüber, Leute. Ich muss hier rüber, schnell. Sieht ihr mich? Nee. Da war einfach noch jemand. Okay, ich muss ganz kurz hier mit den Slurptruck reinhauen. Ich habe keine Heilung mehr. Was soll ich denn jetzt machen? Eclipse State ist auch komplett in Zone. Ich kann auch nicht mehr zurückgehen. Okay, jetzt müssen wir auf Safe spielen. Jetzt müssen wir richtig auf Safe spielen. Versuche ich es mit dem Schwert oben drauf, ohne Riff? Aha, die Verlockung ist groß, ne? Okay, ich bin wieder oben. Da liegt halt ein Slurpee, ne? Ah, den hat der Typ genommen. Okay, da liegt doch kein Slurpee mehr. Kann halt sein, dass der immer noch da abchillt. Ich würde sagen, wir spielen auf Safe und gehen in Zone. Jetzt, wo ich keine Heilung mehr habe, wird es richtig tricky. Nein, 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 nein. So ein Eishandschuh wäre halt noch gut, ne? Oder Bunker, dass ich wenigstens ein bisschen was machen kann. Und wo hat der geschossen? Vielleicht finden wir hier noch schnell einen Eishandschuh oder sowas. Oh, Junge, hier liegt so viel Heal, ne? Begos, Minis, überall Heilung. Aber für mich leider nix. Warte mal, der auf mich geschossen hat, müsste doch jetzt eigentlich durch Frenzy kommen, wenn der auch in die Zone will. Die nächste Zone ist da. Es leben halt immer noch 7 Spieler, ne? Und ich habe keine Ahnung, wo die sich verstecken. Safe sind die irgendwo im Busch schon wieder am Chillen oder so. Okay, 5 Spieler nur noch. Von da vorne. Komm. Boah, da oben geht's ab. Noch einer down. Hat er sich den Kill geholt?
Oh mein Gott. Freunde, ich glaube, ich muss mich heilen. Ansonsten war es das hier mit mir. Wir gehen darüber. Drei Leute noch am Leben. Geil, wir haben Pilze. Wenigstens ein bisschen Healing. Okay, ein bisschen Heilung am Start. Der hat mich wieder gecrackt, ne? Oh, 127, wichtig. Das ist der beste Spieler da in der Lobby. Ich habe hier diese zwei Splashies dabei, ne? Komm, wir machen Extreme Challenge heute. Auch wenn ich nicht gewinnen sollte, fetzt ein Like rein dafür, dass wir heute die Extreme Challenge machen. Oh mein Gott. Sein Aim ist aber auch stark, ne? Sein Aim ist aber auch richtig stark. Ich hoffe mal, er hat mich nicht gesehen, dass ich hier in den Busch rein bin. Ich warte einfach, bis die letzten zwei fighten und dann mische ich mich ein. Geil. Ich gehe da hoch. Oh mein Gott, Digga, wie schlecht. Aber egal, wir haben gute Position. 126. Ich könnte den Ding auf ihn schießen. Mach ich auch. Nein, 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 nein. Mann, Bro, wo ist der Vorletzte? Nein, er gibt mir einen Headshot-Snipe, Junge. Alter Schwede, Freunde. Jetzt bin ich gespannt, wer hier gewinnt. Ich glaube aber, der andere holt das Ding. 8 Kills habe ich gemacht. Wir schauen mal ganz kurz hier noch zu. Und der andere chillt da drüben. Okay, Freunde, Ozan ist am Pushen. Wird er es schaffen? Ich glaube... Oh, das war's. Freunde, ich würde sagen, wenn euch diese Challenge gefallen hat, lasst unbedingt ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und denkt dran, Creator Code Fix eingeben. Bis dann. Tschüss.